Dieses Video wird unterstützt von MeinGo Energy, einfach Strom laden. Willkommen, Hypermiling, Audi RS GT e-tron. 600 PS, 21 Zoll Felgen, ein Monstergeschoss. Ich bin heute schon auf der Autobahn gefahren. Ich glaube über 230, 240. Nein, darum geht es heute nicht. Ich möchte für euch mal wieder ermitteln, wie weit das Fahrzeug im besten Fall kommt. In dem Fall jetzt 80 km/h. Ich schaue, dass ich wieder so um die 70 km/h im Durchschnitt bleibe. Ich werde so maximal 80 km/h fahren. Und dann schauen wir mal, was hier die 85 Kilowattstunden große Batterie denn auch leisten kann netto. Da bin ich mal gespannt. Wird wieder einige Stunden dauern. Ich werde euch das wieder alles kompakt dann zusammenschneiden. Und dann bleibt auf jeden Fall dran. Es wird wieder gut. Einer der schnellsten Elektrofahrzeuge auf dem Markt, der Audi RS GT e-tron, muss sich hier beweisen, nicht auf der Autobahn mit Maximalgeschwindigkeit, sondern jetzt hier in einem extrem sparsamen Test. Ich mache das immer ganz gerne, es nennt sich im amerikanischen Hypermiling, das heißt hier 80 km/h ist die optimale Geschwindigkeit zwischen Rollwiderstand und Luftwiderstand, da der e-tron sehr, sehr aerodynamisch von ist, spielt es jetzt gar nicht so die große Rolle. Entscheidend ist jetzt hier, wie sparsam sind diese beiden Motoren. Wir haben hier Vorderradantrieb und Heckantrieb, also im Prinzip Allrad. Und mal schauen, wie sparsam das Fahrzeug jetzt hier ist. Wir fahren jetzt hier mit dem sparsamsten Fahrmodus. Der würde maximal auch nur 140 km/h vorgeben. Das brauchen wir aber gar nicht. Aber wenn ihr euch das Fahrzeug erwerben möchtet, ist es durchaus ein Aspekt, wenn man mal größere Strecken vornehmen möchte. Und dann fährt man in diesem Modus, Fahrzeug senkt sich extrem ab und dadurch ist es auch etwas windschnittiger. Ja, wir können uns gerne mal das Display auch anschauen. Ein Kurzzeitspeicher wurde natürlich jetzt hier zurückgesetzt und wir haben die Durchschnittsgeschwindigkeit, wir haben den Durchschnittsverbrauch, wir haben die Fahrzeit und jeweils die Kilometer, die wir hinterlegt haben mit dem Fahrzeug ab Start. Ganz oben links haben wir jeweils im orange-roten Bereich den Schätzwert. Der passt sich natürlich jetzt hier auch bei der Geschwindigkeit an. Umso langsamer, sparsamer ihr das Fahrzeug fahren würdet, umso langsamer fällt auch dieser Schätzwert, ganz klar. Mal ein Beispiel, ihr fahrt extrem schnell 170, 180 auf der Autobahn, dann würde dieser Schätzwert natürlich auch schneller runterfallen auf die 0 Kilometer hin. Hier fahren wir aber jetzt doch durchaus im optimalen Bereich vom Stromverbrauch aus dem Akku und dementsprechend fällt dieser Schätzwert sehr, sehr gering jetzt aktuell. Also das ist schon enorm, wie langsam der fällt. Also richtig mal zu sehen, ganz, ganz eine spannende Geschichte. Das Fahrzeug hat jetzt unter 10.000 Kilometer, war Mitte des Jahres zugelassen. Außentemperatur lag jetzt aktuell bei 7,5 Grad und ihr seht ganz gut, wie das Fahrzeug bewegt wird. In der Rekuperationsstufe war jetzt hier gar nicht so wichtig, hatte ich die Stufe 2 gewählt, kann man mit rechts und links Schaltwippen hinter dem Lenkrad gut variieren bei dem Fahrzeug. Also das ist schon richtig gut gemacht und auch mit dem Zweiganggetriebe, ich habe das auch auf der Autobahn noch mal ein bisschen getestet, so um die 90 km/h merkt man minimales Rucken und dann springt dieser Gang ein und ihr habt dann enorme Beschleunigen bei über 150. Das kann Tesla zum Beispiel nicht in dieser Dynamik. Also das ist dann doch nochmal eine ganz andere Liga und ähnlich wie beim Porsche Taycan, die ja ziemlich gleich auch vom Aufbau sind. Wir werden dann auch nochmal ein Ladevideo machen, das werde ich euch die Tage dann noch präsentieren. Dann können wir Taycan und den Audi hier nochmal vergleichen von 1 bis 100%. Habe ich gestern das Ladevideo dann auch noch gemacht. Ja, wir sind jetzt schon bei 141 Kilometer. Ich bleibe auf meine 80 km/h. Ich habe dann auch einige Durchfahrten, Ortsdurchfahrten, sind auch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Es war jetzt hier Uhrzeit, was haben wir aktuell, 21 Uhr 19, 21 Uhr 20. Ist dann auch am Freitagabend relativ wenig los, ist eine Bundesstraße, ist auch vom Verkehr, von den LKWs eher weniger zu dem Zeitpunkt, eher tagsüber und das passt mir natürlich gut rein. Wir haben jetzt 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, aktuell Fahrzeit 2 Stunden und 23 Minuten und ich habe natürlich auch die Massagesitze
im Fahrzeug genossen. Ich habe dann auch mehrere Programme ausprobiert. Sensationell. Also wenn man dann gerade mal, ich mache natürlich alle 1,5 Stunden mal kurz Bewegung, bleib kurz stehen, bewege mich, mache ein bisschen Luft einatmen, dass man halt wieder frisch an die Sache rangeht. Also man muss auch Pausen machen, wenn man länger fährt. Ich habe das meistens so eine halbe Minute, Minute und dann geht es auch wieder weiter. Und diese Massagesitze sind echt toll. Also da habt ihr mehrere Programme und ich habe die alle ausprobiert. Sensationell. Ja, Schilderkennung war immer ein bisschen blöd, weil er würde mir nach dem Schild ja die 100 km/h anpassen, Landstraße, also Bundesstraße. Ich will aber nur 80 fahren. Das heißt, ich musste jedes Mal links den Hebel zweimal antippen, dass er wieder auf 80 geht. War ein bisschen umständlich, aber in der Regel fährt man ja auch nicht immer konstant 80. Aber für den Test, um das vergleichbar zu machen, zuletzt hatte ich den IONIQ 5 ja im Test, ist es ganz gut, wenn wir hier versuchen, immer 80 zu bleiben. Dann können wir es auch mit anderen Fahrzeugen in Zukunft dann auch vergleichen. Ja, Innenraum war 20 Grad, habe ich eingestellt. Lüftung habe ich nur auf 1 gestellt, hat mir vollkommen ausgereicht. Also ich habe zwischen 19 und 20 Grad, habe ich immer hinvariiert. Ich wollte es dann auch gar nicht so warm haben. Und das hat mir auch ausgereicht. Die Klimaanlage war jetzt aus. Und hier habe ich mal ganz kurz Pause gemacht. Und wie gesagt, die Gebläsestufe war auf 1. Ja, was jetzt nicht so schön ist, was auch am Schluss nochmal ganz klar rauskommt, wenn ich jetzt die Navigation verwende. Und ich habe die ja dann am Schluss, wo ich dann an die Ladesäule hingeführt werden möchte von der Navigation, wie viele Kilometer sind es noch, hätte ich gerne wie beim Porsche Taycan eine Prozentangabe. Er zeigt zwar hier jeweils die Kilometer an, wie weit es noch an die Ladesäule ist, also in dem Fall am Ausgangspunkt. Das macht der Porsche aber anders. Der Porsche schreibt klar hin, ich komme an mit 1% in, was weiß ich, im Berg. Das macht der Audi so nicht. Der schreibt zwar hin, es sind noch 23 Kilometer an die Ladesäule, aber habe ich dann auch mit der oben gezeigten, zum Beispiel, wenn ich 50 Kilometer habe, habe ich dann auch mit dem Rest von 27 ankommen. Das kann er wohl nicht. Also das, ja, ich würde da gerne eine Prozentanzeige haben wollen, wie jetzt auch bei Tesla. Würde ich mir wünschen, bin ich halt natürlich auch gewohnt als Tesla-Fahrer, aber das vermisse ich ein bisschen an dem Fahrzeug. Das ist mir jetzt noch aufgefallen. Ich habe ein paar Punkte, wie gesagt, aufgeschrieben. Der Akkustand jetzt hier, seht ihr, der Schätzwert der Batterie. Ihr habt auch im linken Bild natürlich eine optische Anzeige, wie befüllt der Akku noch ist. Wir sind jetzt aktuell leicht unterhalb voll. Und hier wäre auch schön, wenn der Hersteller vielleicht in einem Update vielleicht mal 1, 2, 3, 4 Monaten vielleicht dann auch nochmal das aufnimmt und vielleicht die Prozente noch hinschreibt. Also das finde ich schon wichtig, zumal man etwas besser kalkulieren kann mit Prozenten. Klar, man hat die Kilometer, aber ich habe immer gern beides, weil das durchaus, das eine hat einen Vorteil gegenüber dem anderen. Gerade wenn man lange Strecken plant, finde ich Prozente einfach leichter zum Rechnen, es geht schneller und die Kilometer sind mir persönlich immer, kann man machen, aber ich finde immer gern, beide Angaben müssen dabei sein. Ja, schaut euch mal an, ich fahre schon 4 Stunden und 47 Minuten, haben schon 334 Kilometer. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie viel wir aus den 85 Kilowattstunden Akku netto rausbekommen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist eigentlich vorgegeben, weil die Strecke ist, sind ein paar Wenden, also zweimal Kreisverkehr. Ich habe euch das im letzten Video ja gezeigt. Ich werde es jetzt nicht jedes Mal zeigen, weil die Strecke ist immer gleich. Wir werden es jetzt auch auf dem Kanal verankern. Und da haben wir jetzt immer hier um die 70 km/h. Das scheint wohl hier so die Vorgabe der Strecke dann auch zu sein. Der Verbrauch variiert jetzt natürlich nicht mehr so stark, weil ihr immer die gleiche Strecke fahrt, sind immer 60 Kilometer und das Ganze mehrmals und dann ist es doch relativ gleich. Klar, die Temperatur sinkt jetzt etwas. Wir sind bei 0 Uhr und 26 und deswegen geht der Verbrauch auch etwas hoch hier. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, das war eigentlich mal so jetzt, was mir persönlich jetzt so aufgefallen ist. Die Materialanmutung ist natürlich sensationell. Also das ist nochmal ein Sprung höher wie Tesla. Also ganz klar in die Materialverarbeitung.
Auch die Sitze, ich hatte jetzt hier wirklich ganz, ganz tolle Sitze. Der Seitenhalt war klasse. Die waren zwar etwas härter, das bin ich aber natürlich auch von deutschen Herstellern gewohnt, dass sie durchaus etwas sportlichere Sitze machen. Ich kam jetzt ja vom Hyundai Ioniq 5 und der hat sehr bequeme Sitze. Das sind schon fast Sofasitze. Und ja, den einen gefällt eher dieses reingepresste, sportliche. Das passt aber auch zu dem Fahrzeug, weil ihr müsst ja denken, der hat 600 PS, enorme Performance, gerade in den Kurven mit den breiten Reifen. Der hat, glaube ich, 300er Reifen drauf, 305er oder 310er, glaube ich, und auf 21 Zoll jeweils. Und das ist schon eine enorme Performance und dann braucht man auch solche Sitze. Ja, wir kommen langsam in Ende entgegen. Wir haben noch 36 Kilometer. Am Schluss mache ich noch ein bisschen Fazit, blende euch die ganzen Daten ein und kurzes Resümee. Dann haben wir mal die Strecke, wie weit denn der Audi GT RS e-tron jetzt hier dann kommt über die Hypermiling-Strecke. Ja, 21 Kilometer, jetzt wird es langsam knapp, 19. Ich wusste auch nicht, ob das auch wirklich so weit runter geht. Also ich bin das Fahrzeug noch nie gefahren in meinem Leben. Und da die Akkus aber relativ neu sind und ich weiß vom Porsche Taycan, dass der das kann, bin ich jetzt hier, habe es riskiert und bin den ziemlich runtergefahren. Ja, wir sind gleich durch. Okay. Ja, jetzt hier zu Hause angekommen, vor ein paar Stunden an der Ladesäule, dann jetzt nach Hause gefahren, ein paar Stunden geschlafen. Ich blende euch jetzt oben mal das Ergebnis ein von dem Audi e-tron GT RS, also die starke Version, Allradantrieb, 600 PS mit 21 Zoll Felgen und mit 85 Kilowattstunden netto, das Fahrzeug hier, top ausgestattet jetzt hier. Und wir gehen mal ins Ergebnis rein. Ich blende euch das oben mal ein. Wir haben einen Verbrauch von 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie gesagt, ist ein Allradantrieb. Dann haben wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h. Das ist auch optimal. Das hatte ich beim Ioniq 5 auch. Der hat ja Heckantrieb nur gehabt. Und also das passt, die Strecke gibt es einfach her, weil mit maximal 80 km/h, ihr müsst ja auch mal wenden, wir haben hier 1, 2, 3 Ortsdurchfahrten und dann kommt das Ergebnis durchaus hin, das hatte ich beim Ioniq 5 auch. Und die Fahrzeit ist 6 Stunden 33, ihr kriegt das Auto kaum leer, weil er ist natürlich in dem optimalen Bereich zwischen Rollwiderstand und Luftwiderstand. Der ist bei jedem Fahrzeug ein bisschen variabel. Also wenn ihr eine sehr, sehr gute Aerodynamik jetzt habt, dann kann man, dann könnte man theoretisch auch durchaus etwas schneller fahren. Er hat ja hier eine extrem gute Aerodynamik, hier der RS GT e-tron von Audi. Trotzdem hat er auch einen Rollwiderstand, weil durch die 21 Zoll hat er hier einen sehr breite Schlappen drauf. Und wir bleiben jetzt dabei, wir haben uns hier geeinigt auf 80 km/h und das mache ich dann mit den anderen Autos auch, dass wir es halt gut vergleichen können. Und wie gesagt, 6 Stunden 33, eine lange Zeit und er nimmt sich ja auch wenig dann. Also ich bin dann auch mal ziemlich stark Topspeed gefahren und da geht schon einiges durch. Also dieses effiziente Fahren, das kann das Fahrzeug auch. Aber er kann natürlich auch Spaß machen, richtig auf der Autobahn ballern. Und dann nimmt er sich natürlich über 30. Da gibt es nach oben keine Grenzen. Aber wir wollen heute mal schauen, was denn das Fahrzeug eben weniger braucht. Und geschafft hat er 457,3 Kilometer. Das ist schon Wahnsinn, wenn man denkt, mit einer 85 Kilowattstunden Batterie, das Auto ist im Endeffekt nur auf maximale Performance gedrillt. Und der Andreas macht halt jetzt hier mal das Hypermiling und versucht dann auch natürlich, weil mir das einfach Spaß macht, effizient aus dem Fahrzeug alles rauszuholen, was geht. Vielleicht bei ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ich bin teilweise ja, mit Lüftung auf 1 gefahren, das hat mir vollkommen ausgereicht. Hatte so Temperatur 20 Grad eingestellt. Klima war jetzt hier aus. Ich hatte ab und zu die Eco-Klima an, weil er dann die Scheibe beschlägt. Ansonsten ist er schön durchgekommen. Bin mit den ganzen Assistenzsysteme gefahren. Das habe ich euch ja vorhin auch gezeigt. Und bei der Temperatur, es lag jetzt hier am Ziel bei 7,5 Grad. Und war dann auch am Schluss dann auch ein bisschen neblig. Also das habe ich ganz gut getroffen. Und die 299er, die Bundesstraße, ist ja abends relativ frei. Also das habt ihr ja vorhin auch gesehen, da ist wenig unterwegs, auch LKW-mäßig. Ich behindere da auch keinen, das ist immer ganz wichtig zu sagen, wir fahren das nicht auf der Autobahn. Also wenn ihr das auch mal machen wollt, macht es bitte nicht auf der Autobahn, weil da seid ihr dann natürlich ein Hindernis, weil die LKWs fahren teilweise hier schneller wie 80 und da wäre ein Hindernis, ständig müssten die LKWs überholen. Aber auf der Bundesstraße nachts kann man das durchaus machen. Ja, wie gesagt, mit 3 Kilometer bin ich angekommen. Ich werde
die Targets dann auch nur das Ladevideo, das habe ich dann anschließend gemacht. Das vergleichen wir dann auch immer ganz gut mit dem Porsche Taycan. Von 1 bis 100% haben wir dann ein Ladevideo gemacht. Dann können wir die zwei Kurven auch mal gegeneinander uns anschauen. Gibt es denn da Unterschiede? Sind es beides identische Akkus? Sind die Ladeleistungen identisch? Ist vielleicht die Kurve ein oder andere bei dem Fahrzeug jetzt hier bei Audi oder Porsche unterschiedlich? Und das packe ich euch die Tage dann auch noch auf dem Kanal mit drauf. Also hat riesen Spaß gemacht, das Auto. Ist für mich zurzeit einer der besten Elektroautos, absolut. Kostet natürlich jetzt hier auch in der ziemlich guten Ausstattung 147.000 Euro. Das ist eine Menge Schotter. Aber ihr kriegt natürlich auch eine enorme Performance. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, das kannte ich wirklich nur vom Porsche Taycan, dieses Zweiganggetriebe. Man merkt es kaum, aber man hat hinten raus, gerade ich als Tesla-Fahrer habe ja auch Performance-Fahrzeug mit enorm viel PS. Aber hier merkt man dann schon nochmal einen Unterschied, wenn man bei 180, 190 nochmal auf den Pinsel steigt. Entschuldigung. Und habe dann nochmal enorm Beschleunigung dann auch nochmal. Das kann Tesla aktuell in meinen Augen nicht so stark. Hier ist doch, muss ich sagen, mit dem Zweiganggetriebe durchaus ein guter Schachzug auch gelungen. Und das bringt dann nochmal enorm Performance zu gewinnen für das Fahrzeug. Und das hat mich schon überrascht und hat echt riesen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es ging ja heute ums Hypermiling im Englischen. Maximale Reichweite zu erreichen mit einem Fahrzeug. Und dafür ist das Auto eigentlich gar nicht gemacht, weil es ist ein Allradantrieb, der du beschleunigst raus, kommst du aus der Autobahn raus, fährst auf die Autobahn drauf und du drückst drauf und du merkst auch den enormen Schub beim Allrad. Das ist also schon super gemacht und mit dem Zweiganggetriebe, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist schon Performance-Gewinn, was hier Audi, Materialermutung, wie gesagt, hier in der Top-Ausstattung 21 Zoll. Wenn ich mir das Auto jetzt kaufen würde, ich würde durchaus den Heckantrieb nehmen, weil er dann doch etwas effizienter ist. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die 600 PS, wie in dem Fahrzeug jetzt hier mit dem RS. Ich mal vielleicht zur Außenwirkung bei dem Fahrzeug. Ich bin dann das Fahrzeug abgeholt und man fällt auf. Das ist also unglaublich, wie die Leute um sich umdrehen. Die Form ist markant, kantig. Tesla ist doch eher etwas runtergebaut und auch der Porsche hier. Aber mit dem Audi aktuell, muss ich sagen, ist einer der schönsten Designs, wo es aktuell jetzt bei den langen Coupés, ist doch ein relativ langes Fahrzeug hier. Und ich denke, dann habe ich soweit alles gesagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.